So, da sind wir wieder bei Airfix Dogfighter. Diesmal in der vierten Mission auf Seiten der Deutschen. Denn, um ehrlich zu sein, die ersten drei Missionen können wir uns sowieso sparen. Die sind noch relativ einfach und langweilig. Doch jetzt bei den Deutschen geht's garantiert richtig rund. Denn wir haben auch vollkommen andere Flugzeuge als zuvor. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Messerschmitt Bf 109. Nebenbei bemerkt, wurde kein Kampfflugzeug so oft gebaut wie dieses bis heute. Und das muss ja was heißen. Also nehmen wir das einfach und stürzen uns in die nächste Schlacht. Hoffentlich ohne, dass das Spiel abstürzt. Sehr gut. Wir sind in-game und wie man sieht, sind wir schon an einem ganz anderen Startpunkt als vorher noch mit den Alliierten. Nämlich kein Kinderzimmer mehr. Nein, bei uns geht's hier anders zu. Wir haben hier einen Billardtisch und einen Kamin. Und garantiert steht hier noch irgendwo Alkohol rum. Also das ist hier schon mal deutlich angenehmer als in so einem verstaubten alten Kinderzimmer mit kaputten Aquarien. Nun ja, schauen wir mal, was es hier noch so alles gibt. Neben ein paar Raketen. Oh je. Wäre ich da fast schon wieder irgendwo gegengeflogen. Hinten im Kamin versteckt sich auch mal wieder irgendwas. Mal gucken, ob ich da rankomme, ohne dabei qualvoll zu sterben. Ein Tubekleber. Sehr schön. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was mir das eigentlich für einen Nutzen bringen soll. Aber gut, machen wir erstmal einen Bierkrug kaputt. Wobei man als Deutscher ja eigentlich keine Bierkrüge kaputt macht. Aber gut, hier drin scheint es nicht mehr wirklich viel zu geben. Gut, in der vierten Mission würde mich das auch wundern, wenn im Startgebiet immer noch was los wäre. Also ziehen wir mal raus in die grausame Welt und suchen Alliierte. Denn wie immer sind wir auf der Suche nach irgendeinem Schlüssel, der irgendeine Tür öffnet, wo mal wieder irgendwas ist, das wir kaputt machen müssen. Aber gut, hier fliegt doch schon wieder einer rum. Da. Gut, der ist uns nochmal entwischt. Na, wo steckt er? Komm her, du Feigling. Da haben wir ihn doch. Das scheint sogar ein Bomber zu sein. Das finde ich doch mal interessant. Nicht nur kleine Jagdflugzeuge, auch Bomber gibt es hier. Oje, da werden wir gerade ganz schön eingedeckt mit allem, was die Alliierten haben. Auch sehr gelacht, wenn wir damit dann fertig werden würden. Und da haben wir den Bomber auch schon erwischt. Bleibt nur noch ein kleiner Jäger, der uns durchaus. Oh, noch einer. Okay, das könnte ein bisschen brenzlig werden hier. Ziehen wir uns doch lieber nochmal zurück und hoffen, dass wir irgendwas zum Reparieren finden. Nein, das sind nur eiserne Kreuze. Auch übrigens sehr schön, wir haben hier keine Sterne für die Upgrades, sondern eiserne Kreuze. Aber ich will nicht den Lichtschalter treffen, ich wollte das Ding treffen. Mann, Mann, Mann. Okay, da versteckt sich nichts drin. Oder haben wir nochmal Munition? Hoffen wir, dass unsere Panzer jetzt mal hier irgendwas treffen. Sehr gut. Und da haben wir uns sogar gerade wieder geheilt. Scheinbar hatte der Gegner ein Reparaturkit dabei. Das war gleich doppelt schön. So, dringend gebrauchte Munition und Lebenspunkte. Was will man mehr? So, fliegt hier draußen noch einer rum? Na, hier ist ja irgendwo noch einer. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn auch schon abgeschossen und der müsste jetzt den Schlüssel für uns haben. Aber nein, hat er nicht. Gut. Ja. Dann ist vielleicht irgendwas noch in diesen Vasen drin. Außer Munition. Und noch mehr Munition. Und noch mehr Munition. Und ein paar Eisernen Kreuzen ist ja auch schon mal was. Naja, nehmen wir wenigstens mal ein bisschen Munition mit, weil davon kann man nie genug haben. Noch ein Eisernes Kreuz und Munition. Ich brauche einen Schlüssel, verdammt. Und Licht hätte ich auch ganz gern. So. Ah, hier ist ja der Schlüssel. Liegt auf dem Tisch. Einfach so oben drauf.
Jetzt geht hier die Tür auf, aber vorher reparieren wir uns doch lieber nochmal schnell. Sonst geht das garantiert in die Hose. So. Gekonnt, ja, verflogen. Uns kommt auch noch gar nichts entgegen. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber gut. Ja, mal nicht in die Rückansicht. Okay, überall Panzer, aber bis jetzt sieht sie noch sehr ruhig aus in dem Raum. Oh, eine Radarstation scheinbar. Gut, was schießt denn hier immer noch? Ah, hier unten haben wir noch einen Panzer. Autsch. Ich muss auch immer überall dagegen fliegen. Ich glaube, sonst macht das Spiel einfach keinen Spaß. Was war mir? Oh, noch eine Radarstation. Ich gehe davon aus, dass die kaputt gemacht werden müssen. Und nicht wir. Okay, autsch, autsch. Ah, nochmal Glück gehabt. Sowas kann sehr schnell böse ausgehen. Oh Gott. Also dieses Messerschmitt fliegt sich auch schon wirklich deutlich besser als beispielsweise die amerikanischen Maschinen von vorhin. Aber gut, das ist halt auch deutsche Wertarbeit. So, hier oben haben wir noch einen Panzer. Na, kriege ich das Reparaturkit noch oder hänge ich jetzt nur an dieser Kante fest? Sehr schön, noch eine Radarstation kaputt und was nun? Gibt es hier noch irgendwo eine? War es das schon? Das Blöde an dieser Auflösung ist, dass durch das kleine Interface jegliche Meldungen einfach kaum sichtbar sind, aber das, da kann man jetzt im Spiel natürlich schwer einen Vorwurf machen. Vor 10 Jahren gab es immer noch keine riesigen Auflösungen von 1600 mal 900. Ja. Oh Gott. Ah, hier ist mal wieder Klebstoff. So, und jetzt haben wir, glaube ich, auch alle. Sehr schön, da kommt auch schon die Meldung, dass wir wieder zurückfliegen dürfen. Und dann war es das auch schon für das Level. War ja eigentlich eine ganz nette Idee. Aber ein bisschen Abwechslung wäre vielleicht auch noch ganz nett in diesem Spiel. Aber schauen wir mal, was das nächste Level für uns bereithält. Weil wir sind ja auch noch relativ am Anfang. Ja. Dann schwebe ich jetzt mal wieder in totalem Realismus zurück aufs Flugfeld. Und ich finde das immer wieder schön. Das könnte ich mir den ganzen Tag ansehen, wie man hier so langsam rumschwebt. Und förmlich in Zeitlupe irgendwann am Boden aufschlägt und alles ist in Ordnung. Sehr schön, da haben wir es geschafft. Wir haben zwar nichts erreicht, aber wir haben es geschafft. So, im nächsten Level dürfen wir, wie es scheint, tatsächlich mal das Haus verlassen, draußen im Freien rumfliegen und dort auf alles schießen, was sich bewegt oder nicht bewegt. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt auch schon alles, was wir in dieser Mission tun. Gut, wir müssen noch ein paar Pläne sammeln und das Übliche, aber mein Gott, dafür müssen wir garantiert auch wieder irgendwelche Sachen töten. Ja, wir bleiben am besten auch bei unserer Messerschmitt. Ich meine, wenn wir schon Deutsche sind, bleiben wir beim deutschen Flugzeug. Ist ja wohl klar. Und dann starten wir einfach mal und hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt. Juhu, wir sind in-game. Ich muss ja, also was man wirklich in diesen Videos nicht merkt, aber ich hatte während den Aufnahmen Dutzende Abstürze und Bluescreens und alles. Aber mein Gott, das ist halt ein älteres Spiel. Das ist halt alles nicht mehr so gut auf Windows 7. Naja. Wir sind wieder an unserem guten altbekannten Startpunkt. Doch dieses Mal geht's nicht zur Tür raus, sondern zum Fenster. Denn dann folgen uns gleich ein paar Bomber und bombardieren diesen Flughafen hier, den ich scheinbar gerade mal in G schon fast kaputt gemacht habe. Aber egal. Hier hinten kommen sie und ich finde, das Ganze kriegt dann langsam wirklich einen kleinen Eindruck von Krieg, der bis jetzt so ein bisschen gefehlt hat. Na gut, ich bräuchte... Was war das denn gerade? Ja. Yeah. Ich sage einfach mal nichts und wundere mich, aber ich brauche dringend Waffen. Was sind das hier? Ja, ganz nett, ich will Raketen. Keine Bomben, Raketen. Naja, schieß mal hier mit ein bisschen
Ah, und hier gibt es ein Eisernes Kreuz im 5er Pack. Das passt mir sehr gut in den Kram. Dann haben wir auch schon gleich unsere Schadenserweiterung. Und oh Gott, das wäre jetzt fast schief gegangen. Hier hinten liegt auch noch irgendwas. Was haben wir hier? Mal wieder Farbe. Und ja, keine Ahnung, was es bringt, aber haben ist besser als nicht haben. Hier hinten explodiert gerade einfach alles. Und wie es aussieht, gibt es hier noch ein paar feindliche Jäger. Hier ist einer von unseren Bombern. Schau mal, der letzte Bomber, den wir hier noch haben. Schießen wir halt erstmal die gegnerischen Jäger ab, oder besser gesagt die uns. Aber hier lag doch irgendwo noch ein Reparaturkit rum. Ja, und da hat es uns auch schon erwischt. Ja, die Level werden schwerer, aber bevor wir jetzt zu viel Zeit verschwenden, legen wir einfach direkt wieder los. Bereiten uns vielleicht ein bisschen besser darauf vor, was uns gleich erwartet. Ich meine, so ein paar Waffen wären schon nicht schlecht. Ja, dann ist das Kreuz natürlich auch schön. Gut, liegt hier irgendwo was rum? Ja, da haben wir doch schon was. Bomben. Ah, ich hasse Bomben. Ah, hier vorne noch irgendwas. Scheint sogar was Neues zu sein. Na gut, sehr viel mehr gibt es hier nicht. Gut, da unten lag gerade ein Reparaturkit. Das können wir später auf jeden Fall gebrauchen. Fliegen wir einfach mal raus. So, hier oben stehen Panzer drauf. Jetzt habe ich das leider das Eiserne Kreuz nicht mehr erwischt. Ich muss sagen, diese komischen Raketen, die ich da gefunden habe, die hauen ordentlich rein. Komm her. Sehr schön. Ah, es bringt sogar 10 Eiserne Kreuze, also quasi ein direktes Upgrade. So, wo sind es die Jagdflieger? Ich will nicht, dass sie mir schon wieder die Bomber vom Himmel schießen. Ne, das sind Bomber. Hallo, irgendwo müssen die doch sein. Ja, Munition können wir auch auf jeden Fall gleich noch gebrauchen. Nicht blöd, wo stecken die denn alle? Ja. Da haben wir doch einen. Du kommst mir nicht davon. Okay, das war ein bisschen riskant. Aber Gegner getötet und Munition bekommen. Was will man denn mehr? Ist einer von falsch und jetzt einer meiner Bomber. Ja. Eine Bombe an einem Fallschirm auch schön. Da komme ich mal lieber nicht zu nah. Da haben wir ihn. Das dürfte der letzte gewesen sein. Irgendwas Feindliches ist noch am Radar. Es kann aber genauso gut auch ein kleiner Jeep sein oder sowas. Ich denke mal, das wird es dann auch sein. Ja. Oder sind das die Reste vom Flughafen? Muss ich ihn selber kaputt machen? Sind meine Bomber alle schon weg? Ne, einer fliegt hier noch irgendwo rum. Ach, alles muss man hier selber machen. Oder zählt er schon als kaputt? Irgendwo, wenn der Bomber so desinteressiert schon hier hinten rumfliegt. Da wird auch noch was am Radar angezeigt. Demnach müsste ja hier noch was sein. Nur was? Ja, und scheinbar ist auch gerade wieder irgendein feindlicher Jäger aufgetaucht. Na. Dich krieg ich doch. Das ist deine eigene Bombe reingeflogen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber. So, jetzt ist auch endlich dieser Flughafen kaputt. Jetzt müssen wir nur ein paar Modelle und Pläne finden, die wahrscheinlich mal wieder hier drin sind. Oder auch nicht. Gut. Also, wo sind sie? Reparieren wir uns nochmal schnell.
Wo sind sie? Vielleicht hier oben drauf. Wir werden auch schon wieder verfolgt, dass man auch keine Ruhe hat in diesem Kriegsgebiet. Und wir kriegen hier ganz schön zugesetzt gerade. Aber nochmal wieder nicht so eine Chance haben. Okay, vielleicht hat er doch nochmal eine. Tja, aber da haben wir ihn ja auch schon wieder. Diese Amerikaner können einfach nicht fliegen. So, mal schnell reparieren und dann hier hoch. In der Hoffnung, dass da endlich das Ziel unserer Begierde ist. Mein Rad, da wird auch angezeigt, dass da irgendwas rumliegt. Ja, ein Flugzeug, bisschen Kleber. Also um Feind zu finden, wollte ich nicht unbedingt hier hoch. So, aber den holen wir uns. Aber hat uns vorher noch ordentlich Schaden gemacht. Da muss man langsam echt aufpassen hier. Natürlich. Dutzende Basen und Zeug. Und Reparaturkits. Sehr schön. Okay, noch schießt was auf uns. Das gefällt mir gerade nicht. Nein, ich brauche so einen Reparatur. Oh Gott. Ich sehe schon, das geht gleich wieder böse aus. Das ist dann wieder eine Radarstation. Und da haben wir auch gerade die Pläne gefunden. Alle Ziele erreicht. Und fliegen wieder zu unserer Basis, wenn wir nicht doch noch wieder spontan aufgehalten werden. Also mit Vollgas geht's zurück und ich habe gerade das Gefühl, das Flugzeug würde stehen. Das dauert. Ja. Durch dieses wunderschöne Fenster zu den faulen Bombern, die hier rumstehen. Eine Runde Billard können wir leider nicht spielen. Weil es ja viel Spaß machen würde. Und dann landen wir mal wieder auf diese wunderschöne Art und Weise, wenn ich nicht direkt dran vorbeifliegen würde. So. Komm, die 3 Meter packen wir jetzt auch noch. Mit stehendem Motor, im Schwebemodus. Im Zweiten Weltkrieg, das will was heißen. Sehr schön. Wir haben ein neues Flugzeug freigeschaltet und die Mission geschafft. Das lief doch super. Und ja, damit kommen wir auch schon zum Ende von diesem Video. Ich wollte ja nur mal einen kurzen Eindruck vermitteln über dieses gute alte Spiel. Ich habe jetzt auch vorerst nicht geplant, noch mehr hierzu zu machen. Falls jetzt 1000 Comments erscheinen und drinstehen, dass ich noch mehr machen soll, dann mache ich das. Aber ansonsten wahrscheinlich erstmal eher nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Ideen habt, schreibt es in die Comments. Schreibt einfach alles in die Comments. Mir vollkommen egal was. Schreibt einfach irgendwas. In diesem Sinne, vielen Dank und auf Wiedersehen.